Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Planet Crafter in Development. Tja, meine lieben Freunde, habe ich ein paar Tage nicht aufgenommen, weil ich schlichtweg keine Lust gehabt habe. Ständig, ich weiß nicht, ob bei anderen auch das so ist und nur keiner was sagt, ich weiß es nicht. Es gibt keine Woche, ich sag gar nicht jeden Tag, weil jeden Tag gibt es keine Updates. Aber einmal die Woche kommt irgendein Schrott-Update von Microsoft. Ich benenne es jetzt so, wie es ist. Und ständig funktioniert dann irgendetwas nicht. Oder ist verstellt. So leider die Aufnahme. Die letzte, wie sieht's, habe ich da einiges umgestellt. Natürlich habe ich das aufgenommen gehabt, aber man hört leider keinen Ton vom Mikro. Aus was für einem Grund auch immer. Seit circa 4 Tagen funktioniert mein Mikro out of the box, sag ich jetzt blöd gesagt, nicht mehr. Das heißt, wenn ich Windows hochfahre, muss ich hergehen, nachdem Windows hochgefahren ist, mein USB-Mikrofon ausstöpseln, wieder anstecken, dann funktioniert es. Ich habe keine externen Treiber, ich habe Windows-Standard-Treiber, weil ich muss da lachen. Es ist ja gar nicht mehr traurig, sondern es ist ja lustig. Microsoft betitelt die Treiber von Logitech als Schadsoftware. Als Cheat-Software wird die G-Sync, also die Logitech G-Sync-Software bezeichnet. Es ist super. Man merkt, wie die Firmen mit Microsoft zusammenarbeiten, nämlich gar nicht. Ja, was tue ich denn? Ich werde wirklich jetzt umsteigen auf Linux. Es ändert sich ja nicht viel. Es kann sein, dass ich da ein paar Tage nichts gezeigt wird. Das macht aber nichts. Tatsache ist, es kommen eh wieder Videos, aber mir geht das tägliche oder fast tägliche Herumscheißen mit dem Audio oder gar Video in Microsoft geht man schon ziemlich am Senkel, um es klar und deutlich zu sagen. Und ich bin ehrlich, ich will da nicht mehr mitspielen, weil das ist uninteressant. Man ist quasi gefangen in der Blase sozusagen, in der Microsoft-Blase, und ja, dem möchte ich gerne entfliehen. Ich will haben, dass so wie früher oder so wie vorher, wie vor, so geht's einmal, 10 Jahren, so lange ist es glaube ich schon so her, dass die Computer funktionieren, so wie sie so funktionieren sollten. Früher wurde ja nicht so viel abgedatet wie heute. Und was schließen wir daraus? Wenn es vorher so eine gute Qualitätskontrolle gab, warum gibt es die jetzt nicht mehr? Ne? Warum gibt es die jetzt nicht mehr? Denkt einmal darüber nach, bitte. Ich würde allen empfehlen, auf Linux zu wechseln. Speziell die, bei mir ist es ein wenig schwieriger. Wie gesagt, man muss sich bei Linux auskennen, und wenn da die Griffe nicht passen, dann werden auch die Videos nichts. Das ist mal ja so. Na gut. So, auslassen habe ich mich. Was will man denn heute tun? Wir haben noch das neue Gebiet. Da wollen wir ja noch in Köller machen. Ja, das haben wir schon alles, ja. Also den Bunker, den haben wir beim letzten Mal nicht gemacht. Ja, und da, wie gesagt, habe ich ein bisschen umgebaut. Okay, das... Ja, jetzt drückt man nur mit C. Ja, jetzt passt. Damit ich die Höhe behalte.
Wie man sieht, habe ich ein bisschen umgebaut. Ich habe da unseren Hof ein bisschen entrümpelt. Ich habe da die ganzen Biome von da nach da gebracht. Und habe da ein bisschen Vorarbeit geleistet, sozusagen, weil leider habt ihr es ja nicht gesehen. Ja, ich sehe, das ist nicht in der Mitte. Macht nichts. Wir können ja hier gern da auch noch. Dann sollte... Ah, schau her, da fällt's. Ah. Ecken. Mir gefallen die Ecken. Die baue ich gerne, weil wenn man dann mit dem Auto da fährt, wäre das sicher leichter. So, da ist ein wenig... Ah, da könnte ich aber... Moment. Das passt. Das geht weg, gell? Genau. So, dann da war das weg. So, das wird jetzt gleich wieder passend werden. Und zwar... Jawohl! Was habe ich da jetzt? Dachte ich mir. Okay, das passt trotzdem nicht. Wie man sieht. Dann ist G. Was nicht darf es? So. Ja, ich glaube, das passt besser. Yes. So, dann passt das da. Und da. Ja, genau, weil der da war. Darum habe ich das gelassen. Würde da natürlich dasselbe sein. So, dann machen wir es gleich ordentlich, ne? Dann halt diese Seite. So, dann passt der jetzt natürlich da nicht rein, gell? Moment, da ist was drinnen, sagt er. Ja, logisch, da kommen ja Schmetterlingslarven raus. Ne? So, wo haben wir denn das gute Stück da? Ist ja das Palmenzeug. Ja, okay, es passt, oder? Kann man lassen. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da werden wir uns auch noch was einfallen lassen. Vielleicht werden das unsere Ausstellungs...
Häuser werden sozusagen. Der Garten muss erweitert werden natürlich. Und da haben wir die ganzen Bienen und Honig und Blümchen. Wird alles abgeholt. Sollte alles funktionieren, Marina, die da mal dort wieder eine. Soweit jetzt möglich, dass ich es da jetzt nicht im Inventar habe. Sehr, sehr gut. Ah ja, und wir haben ja den da abgebaut. So. Eingefallen, super. Geht nicht. Okay, da muss ich ständig immer. Ne, macht nichts. Selber ausgesucht. So, da können die Fische umeinander heiern. Das passt. Fische, Fische. Eine Beleuchtung, ja. Nur, dass die Lichter völlig für den Allerwertesten sind. Nahrungsaufnahme und Wasser. Da darf man durch. Das ist gut. Das ist sehr gut. Dann hau her, oder? Aha, na logisch, da, aber das wird ja eh abgeholt. Der ist im Boss und sagt Bewässerung niedrig, der braucht halt eigentlich nur den Mund aufmachen. Ist ja wie im Schlaraffenland eigentlich. Genau, ein zweites Auto habe ich auch gebaut, weil ich ja getestet habe, ob das Auto. Hey, ist der Punkt. Ob das Auto verschwindet. Nein, jetzt wollte ich einen Screenshot machen. Wo ist er denn? Okay, er flattert. Da. Kleine. Da ist er. So. Mahlzeit, also zum Essen habe ich eh gesteckt. Wir brauchen auch eine Bombe, fällt mir gerade ein. Wir sollten da unsere Hütte ein bisschen umbauen, würde ich sagen. Vielleicht ein bisschen so machen, dass das Ganze explosiv. Nehmen wir sie drei mit. Sehr gut, wir haben zu essen, was zum Trinken war nicht schlecht. So, da, ne, nimm da nur eine Flasche mit zur Sicherheit. Ja, mit dem Fahrzeug kann man nicht durchfahren. Das Fahrzeug bleibt zurück. Und zwar immer, ist egal, ob ihr hier reinfährt, ja. Das Fahrzeug bleibt zurück. Also, ob es früher weg war, einer hat geschrieben, dass das Fahrzeug verschwindet, wenn man das mit dem Portal. Na, verschwinden tut es nicht. Es bleibt einfach da zurück, da wo ihr einsteigen wolltet. Ne? Habe ich auch der. Ne, und da kann man eben nicht im Inventar nachsehen. Wir haben kein Auto da. Wo haben wir denn den stehen? Ich glaube, den habe ich dort irgendwo stehen. Unser Testfahrzeug. Da ist er. So. Steck ein das Teil. Ah. Okay, das ist egal, dreh um. Ich weiß jetzt nicht, ob ich reinfahren kann. Ich hab das. Einmal bin ich reingekommen, aber da ist auch das Fahrzeug natürlich zurückgeblieben. Probieren wir es nur mal so als Vorführeffekt.
Naja, seht ihr, es funktioniert nicht. Aber wir können ja den Spaß umdrehen und reingehen. So. Na, zwar da. Seht ihr? Kein Fahrzeug mehr. Kein Fahrzeug. Gingen wir noch mal rein? Tada! Da steht das gute Stück. So, und jetzt würde ich sagen, oje, holen wir unseren Fetzen und dann aufwischen. So, steh her, da das Auto. Denn wir haben unser gutes E. So, wie viel Licht haben wir denn da? Naja, sag ich mal, es macht nicht viel Licht. Aber ein bisschen waren sie sah, das passt schon. Achso, ja genau, da oben, das wird auch noch irgendwas werden, ich weiß noch nicht. Irgendwas wird schon. Rum, rum. Steig nur mal aus und schauen wir mal ganz kurz, was haben wir denn? Das ist ja eh leer. Steig gerne in Schaus. Man kann, also durch diese Mod, die was ich da habe, kann man die Sachen natürlich hinflanschen, wie man möchte. Ne? Darum seht ihr, da bicken auch die Dinge so um. Ne? Also das ist nur ein Test gewesen. So, jetzt schauen wir schnell, wo wollen wir denn hin? Alter Schwede! Wir wollen auf jeden Fall dort ein Portal errichten. Wir werden einfach die Reichweite erhöhen, bevor wir da jetzt lang umeinander scheißen. Und ich würde sagen, wir nehmen das geht. Das da geht. Müssen wir die Reichweite einstellen. So, da mit dem Stargate, also vom Stargate aus, gehen wir jetzt, fliegen wir in das neue Gebiet. Na gut, von mir aus fahren wir. Gibt's nicht. Naja, gut, braucht man zum Glück nicht. Bim, 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 bim. So, dann wir sind im neuen Gebiet. Das neue Gebiet und ich glaube, die Höhle ist da vorne. Tiere streicheln nicht vergessen, die was noch nicht gemacht haben, gibt's feines Material, gibt's da. Ist das? Nein, das war schon, gell? Schau, da vorne haben wir unsere Höhle, da haben wir die wunderschönen Schmetterlinge und da haben wir ein Wasser, aber da ist nichts darunter, gell? Ein paar Frösche, Quaken umeinander. So, und was haben wir bemerkt?
dass man eigentlich mit dem Auto gar nicht so gut dran ist, wenn man da oben fährt, gell? Dass man eigentlich zu Fuß besser ist. Na, ich weiß, ich glaube, wir müssen da drüber und dann runter. Lass uns einmal ganz kurz in die Einstellungen Mod, und zwar genau, und da sagen wir jetzt nicht 4, sagen wir einfach 4000. Anwenden, schließen, fortsetzen, und dann schauen wir einfach nach. Können wir? Ja, wir können. 4000 ist okay. Geht nicht einmal auf die FPS. Okay. So, die Brücke, da ist das gute Stück. Ja, genau, ich glaube, da oben sind wir. Blupsi, blupsi, genau, ich weiß schon wieder. So, da, er hat gemeint, ich muss mich von der Lava. Die Achievement habe ich nicht, dann ist das die falsche Lava. Dann wird da die andere Lava gemeint sein. So, da waren wir zwar schon, aber schauen wir nochmal nach, ob wir, hoppadatsch, ob wir schon das Eisen gerne. Ja, das haben wir schon alles, gell? Also. Weiß ich gar nicht, was ich da tue. Also, kann man das abbauen? Nope. Okay. Okay. Wenn das Licht nicht so für den Hugo wäre. Schau her, wo geht's denn da hoch? Dort ist was, okay. Das hier ist giftig, meine Freunde. Ja. Schau, schau. Ich habe keine Ahnung, ob seit dem Absturz 3 Tage oder 3 Wochen vergangen sind. Unendlich viele Steine, aber immer weniger Wasserflaschen. Die werden einen Durst gehabt haben. Schau, 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 schonen, die schön wohnen. Ah, so schöne Sachen, hey, die Walnusspflanze. Sektieren und bei die Kisten kann man nichts anhageln, dass das automatisch ausgeht. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nur bei den eigenen Sachen. Aber können wir sie gerne aufheben für später? So, hat das was auf sich? Muss ich da eine? Ist das jetzt einer Ernst? Alter Schwede, okay.
Okay, schau, wir haben das Zeug bekommen. Dafür sind wir eh fast da knüppelt. Dafür wären wir jetzt fast gestorben, aber fast ist nicht ganz. In der Höhle wächst sogar grün, ich werde nicht mehr. Na, was ist denn das? Ach süß. Ja, dann bitte. Durchgestreichelt die Partie. Die kenne ich noch gar nicht. Die sind ganz neu. Na, ich bin gespannt. Wir müssen zu Hause gleich was machen. Okay, alles gestreichelt. Sieht so aus. Ja. Alles gestreichelt. Passt. Witzig, die Tiere. So, dann geht's eh nur mehr da hoch. Und da hoch. Oh Gott! Zwei fast da runtergefallen. Okay. Ist da nicht? Da nicht? Die Höhle ist ein Wahnsinn, die ist riesig, gell? Hat einige Ausgänge. Nein, nur zwei. Den kennen wir. Das ist der Hinterausgang. Das ist schon klar. Steigen wir halt kurz aus. Gibt es da was zum Schlürfen? Da haben wir einen Baumstreuer. Das ist doch der Gag schlechthin. Lass uns kurz nachsehen. Ja genau, wir sind da in den Obsidian. So, der Mann da oder die Lava, ich stehe weg gleich. Okay, das gibt's ja nicht. Haben wir hier nicht irgendwo... Moment, normal tue ich das jetzt nicht, aber da gibt's ja was zu essen. Wir haben ja da irgendwo ein Lager. Dann kann ich das auch noch machen. Überlebe ich das? Ja, ich überlebe es. Diese Achievement habe ich nicht gekriegt. Wahrscheinlich muss man sterben. Schaut, da haben wir unser Lager. Und da haben wir sicher was zum Essen. Trinken ist da, passt. Und Nahrung, Mahlzeit, Stück 2 ein oder 3. Passt schon los. Zeugs. Also das kann man mir alles da rein. Und das soll irgendwann einmal abgeholt werden, ne? Okay, dann wieder zurück. Wir sind satt. Das Achievement habe ich nicht gekriegt. Er hat gesagt, ich soll in der Lava Damage bekommen. Jetzt habe ich es gekriegt. Jetzt habe ich es bekommen. So, jetzt wieder zurück zu unserem Fahrzeug. Bin ich da jetzt ein wenig unglücklich da? Ja, aber zum Glück geht es darüber.
Soda. Ja, meine lieben Freunde, ich möchte dann ein Video machen. Ich möchte euch zeigen, das wird ein ziemlich kurzes Video zwischen 10 und 20 Minuten. Kommt darauf an, wie umfangreich, aber ich glaube nicht, dass umfangreich sein wird. Ich möchte euch zeigen, wie man Mods installiert mit einer Pfadverknüpfung nur. Hat den Vorteil, ihr habt die Mods an diesem Ort, an dem ihr sie möchtet und überschaubar sind. Und das Tolle dabei, ihr müsst euer Spiel nicht anfassen. Und zwar überhaupt nicht. Wenn ihr eine Mod habt, die Veränderung am Spiel vornimmt, dann werden diese Sachen kopiert. Das heißt, ihr könnt euch euer Spiel nicht mehr kaputt machen. Und es hat einen entscheidenden Vorteil, das Ganze. Ich kann zwar hergehend einen Mod-Launcher nehmen, natürlich, ist auch sehr praktisch. Ich benutzte es auch vorher, keine Frage. Aber sagen wir sie ehrlich, wie viele Leute haben eine 1 oder 2 Terabyte Platte eingebaut in ihren Computer? Also die schnell ist, meine ich, ja? Wer? Ich schätze mal, Gamer haben auch große Festplatten. Leute, die was an Content machen, haben zumindest eine Zweitplatte. Also, ich schätze mal, so das gängigste an Kapazität wird so zwischen 250 und 500 Gigabyte liegen. Also ich rede jetzt vom schnellen Speicher. Schnellem Speicher, da rede ich von einer NVMe, nicht von einer mechanischen und nicht von einer SSD. Spiele sollte man immer auf den schnellsten Datenträger geben, den man hat. Speziell 7 Days to Die gehört auf einen schnellen Datenträger. Da war was. Missionsbesprechung. Frachtziel. Was? Teferat 4. Frachtherkunft. Garfaturen. Giftigkeitsklassifizierung. Rangstufe 5. Sehr hoch. Hinweis. Wie üblich bei dieser Art von Ladung ist besondere Vorsicht geboten. Dass uns der Schnodder nicht um die Ohren fliegt, schätze ich mal. So, da hat er gesagt, mit einem Sprengstoff. Oh, schick, hä? Okay, da geht's hintere, so wie es ausschaut. Wollen wir da jetzt ein bisschen dass nicht so hell ist, ich würde nicht haben, dass man nichts mehr sieht, beziehungsweise nichts mehr erkennen kann. Macht keinen Sinn. Okay. In dem Gebiet ist sowas. Es darf da nicht draufsteigen. Dann bin ich froh, meine Mod zu haben. Aber gut, es ist nicht notwendig. Schaut einfach, dass da nirgends draufsteigt. Ja. Achso, falscher Knopf, okay. Die haben aber schon komisch leere Frachträume erst, oder?
kommt das nur mir so komisch vor. Aber nein, ich sage mal, die Idee ist super. Da will ich mich überhaupt nicht beschweren. Meine Freunde, die kann man abbauen. Tolle Wurst. Hallo. Nur eine tolle Wurst. Ich hab's Wasser ja gar nicht mit. Da bin ich ja jetzt fast rundherum. Das heißt, das müsste eigentlich da hinten sein. Da war mal. Nee, das ist auch noch zu erkunden. Ah! Meine lieben Freunde, ich darf vorstellen. Die goldene Kiste. Das war eh klar, dass ich gewisse Sachen nicht reinkriege. Aber was soll's? Wir schaffen das. Das ist sicher. Wo ist unser Auto? Das ist, oder? Ich hab den einstecken können. Logisch. Die Tiere sind auch wieder da, schau. So, das kannst du mir gerne wieder geben. So wie das und das, danke. Das auch, weil das mich ja die dann zu Hause aufstellen kann man. Hab ich ja. Kommen Drohnen überhaupt? Bin da in der Höhle. Sie können ja durch Wände. Das wäre jetzt echt interessant zu beobachten. Wir sind da herinnen. Da. Man sieht immer auf der Karte, wenn ihr die Karte öffnet, ist immer der Mittelpunkt, soweit er dargestellt werden kann, eure Position. Und ja, da kommen Drohnen und es kann sein, dass die Drohnen das jetzt abholen, was wir hinten im Truck haben. Und das nochmal danke, ist ein guter Tipp gewesen. Aber natürlich, man muss stehen bleiben. Wenn ich da jetzt herumfahre, dann klappt das glaube ich nicht. Sonst wird es länger dauern. Jetzt einmal. Die Drohnen müssen wir finden sozusagen. Oder trotzdem den Weg zurücklegen, oder? So, da, warte mal, wir haben, wie ist da jetzt Nord, Ost, Süd, West? Ich schätze, dass das Norden, Westen, Süden, Osten ist. Das heißt, von da müsste ich jetzt Drohnen sehen. Ja, schau. Hallo. Da sind sie, ja. Geil. Ja, super. Oh, naja. Super. Was haben sie jetzt abgeschaut? Nicht schlecht. Nicht schlecht. Sehr gut. Dies lobe ich mir. So, da sollte man die Herrschaften streicheln.
Wir gingen auch her, wenn wir dann nach Hause fahren. Und werden gleich schauen, ob wir nicht sowas bekommen, weil so ein Tier haben wir noch nicht. Also die sehe ich zum ersten Mal, die Tiere. Na gut. So. Leuchtfeuer. Könnt ihr euch nur erinnern? Habe ich auch gesagt, dass wir aufstehen. Machen wir auch noch. Nachdem wir ja jetzt leichter die Sachen aufstellen können, weil wir einen ordentlichen bitte Radius haben. Also da dürfte nichts sein, oder? Gehen wir halt um Gottes Willen runter. Die Tiere. Aber die haben wir ja schon gestreichelt. Freilich kriege ich das jetzt nur mal, aber... Mehr ist es nicht. Aber dann haben wir alles durch... Abgecheckt, schau her, da ist die fette Brücke. Geht's da raus? Ja, eh klar, da ist doch unser Ausgang. Hallo. Es geht nicht, ich komme nicht hoch. So, da ist nichts. Eh klar, schau, darüber. Tuk, tuk. Da raus. Perfekt. Die Kiste haben wir gefunden. Schau, und da kommen wir nach Hause. Ist das super. Waren wir dort schon? Ja. Sehr gut. Um in meinem genetischen Merkmal. So, da, was habe ich denn da jetzt gesagt? Da hoch, gell? Ich glaube, das ist jetzt die falsche Richtung. Ja, das ist der andere Ausgang. Ist denn die Brücke? Brauchen wir nicht, weil da geht's raus. Yes! Yes! Und somit haben wir jetzt auch alles, glaube ich, gefunden. Ah, ist das schön. Also ich bin echt schon gespannt, was da noch alles kommt. Was soll ich großartig sagen? Schaut euch diese Gegend an. Sie ist wunderschön, keine Frage. Schaut euch die anderen Gegenden an. Da fehlt noch so viel. Also ich bin mir sicher, dass da noch einiges dazukommt. Hoffe ich. Nein, ich bin mir sicher. Ah, dass die Kamera von selbst wieder sich nach vorne richtet, das ist auch neu. Hat es ein Update gegeben? Nein. Also kein nennenswertes. Ich habe keinen Download bemerkt. Aber es muss was gewesen sein, wie gestern, also beim letzten Mal, konnte ich noch in alle Richtungen sehen, ohne dass sich die Kamera wieder zurückdrehte. Aber das freut mich, da merkt man, es passiert was, es gibt keinen Stillstand, die sind echt fleißig, die Entwickler. Drum solche Leute, sollte man auf jeden Fall unterstützen. Leute, die was sagen, was sie können und dass sie auch was machen.
zum Beispiel wie ich da umeinander purzeln, ist ja auch was. Ne? Und wenn ich nur dahin schimmelt, ist das ein Prozess. Ich hab glaubt, jetzt in der Ansicht kann ich da quasi ein bisschen mogeln und mich da vorbeimogeln. Aber nee, das ist überhaupt nicht. Weißt du, also mit dem Wagenfahren ist ein Träumchen. Also in der Karre habe ich das Gefühl, es geht viel, viel besser. Schauen, dass ich, also die Wegfindung, da ist der See und da sind wir zu Hause, schau. Oh, oh. Yes! Ah, meine Freunde, Subsistenz, ehrlich. Das ist da ich aber schnell. Ah, vorne, wir müssen ja eh. Genau, das ist ja das. Das fällt ja jetzt ins Wasser. Wir brauchen gar nicht ausladen. Das machen ja unsere Drohnen bis auf ein paar Sachen. Also ich würde sagen, das lassen wir gleich mal da drinnen. Und die Drohnen, die was schon unterwegs sind, es tut mir leid. Aber es sind eh keine sonst gewesen, glaube ich. Trotzdem, wir haben wirklich arschviele Drohnen, ja. Schauen wir kurz nach. SD1, die wollen mich doch verarschen. Wir haben doch schon den neuesten, oder sind es eh die SD1? Seien wir nicht böse, aber da gibt es ein Video, oder nicht nur eines. Ich habe alle Drohnen ausgetauscht gegen SD2 Drohnen. Und wie ihr seht, sind die auch da. Na, das ist ein Darstellungsfehler. Es sollte alles der Stufe 2 sein. Seht ihr so viele Drohnen und der Stufe 1? Das stimmt natürlich nicht. Ich habe noch Drohnen, da 32 und 33, dann was, also 50 dann was und der Rest 175. Hängt die Füße hoch und denkt sich, Max, soll ich das machen? Okay, ja, ich gehe schon was trinken. So, lass mich schauen, das Auto, genau. Auto kommt zum Auto. Da haben wir schon ein Auto. Da haben wir nur eins. So. Ich habe gerade einmal umgestellt, beziehungsweise gerade ordentlich hergestellt. Hm, falsch. Und ja, ich weiß, ich hätte nur sagen brauchen, alle Drohnen raus. Aber im Zuge des Gefechtes ist man ab und zu so verblendet, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Wie gesagt, das habe ich schon mal gesagt, glaube ich, das passiert, wenn man ein Spiel nicht täglich spielt, dann verliert man den Faden, man gewöhnt sich an andere Gegebenheiten von anderen Spielen, wenn man die jetzt ein paar Tage gespielt hat. Was ist los, wenn das ein Esaubetten da da? Hm? Da da? Oder die Leiter? Hm? Na was jetzt, da haben wir zwei in einem, war wahrscheinlich im Angebot.
Genau, Tiere. 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 Wir können uns ja ein neues Geschnetzel machen. Ja, wann ist da hat natürlich. Ich möchte aber gerne alles neu haben. Probieren wir das. Und schauen wir, was wir rauskriegen. So, da, das da, da, da hätte ich gern eben eines, das was ich von dort habe. Das heißt, das da, da. Gehen wir jetzt her und dann da halt ein bisschen reinklicken. Irgendeins wird schon einige. Okay, dann die sekundäre Farbe haben wir nicht da. Da auch nicht. Doch, da haben wir eine sekundäre Geschichte. Schmeiß rein. Jetzt braucht man nur mehr die sekundäre Farbe. Da haben wir es. Blau, gelb. Na egal, Hauptsache irgendeins. Braun. Ach so, na dann lassen wir es so. Okay. Schauen wir, was wir Neues machen können. Da braucht man dann die primäre Farbe, das primäre grobe Muster, also mal die primäre Farbe, das primäre grobe Muster, wahrscheinlich die Größe, was fehlt denn da noch? Die Größe, die habe ich doch gerade. Dann war das die Luminiz. Okay. Das hätte ich gern. Und eine Größe hätte ich gern. Danke. Zack, zack. Okay. Luminizierend aus. Mir ist nicht da. Das braucht man, das, 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 die Größe. Und da muss ich auch zahlen, weil sonst kriege ich es ja schon wieder gar nicht mehr eine. Aber ist ja jetzt egal. Steck rein den Schnodder. Wir brauchen das Muster. Da haben wir eines. Dann nehmen wir das 5er bitte. Und das grobe Muster brauchen wir noch. Das grobe Muster. Da, da, da haben wir noch eines. Zack. Danke. So. Jetzt haben wir nicht mehr das, das. Dann gib das Muster. Die negative. Sekundär grobes Muster, die Größe. Das primäre Muster. Schauen wir kurz nach. Danke. So 1, 2, 3, 4. Wie viel kriegen wir denn rein? Und wo wollen wir denn das neue Gedöns aufstellen? Stimmen wir jetzt um Gottes Willen dabei da her noch. Weil da ja das Futter auch ist, ist hier auch nichts. Wir haben ja da das Futter aufstellen. Ja, okay. Süß. Okay, aber die neuen sind doch nicht dabei, hä? Doch!
Ja, süß. Ja, perfekt. Die machen ein Geräusch. Einen brauchen wir noch. Zwei. Sehr gut. Ah, was wart's denn is? Na, ich lege euch jetzt nimmer. Ihr wisst, man kann das zerlegen. Das wisst ihr, oder? Braucht nur hergehen und da reinschmeißen. Dann kommen die DNA-Stücke wieder raus. So, das braucht man. Sekundär, luminizierend, feines Muster. Primär Größe. Jetzt habe ich mich sicher verdaut. Also eines hätte ich noch gerne. Das Primäre fällt mir. Die Farbe auch. Ich habe zwei B-Farben gehabt. Tja, da fangen aber jetzt die Probleme an, meine lieben Freunde. Wir haben das. Ja. Wir haben B. Auch hier haben wir leider nichts, was uns weiterhelfen könnte. Entweder gehen wir streicheln, und ich würde sagen, das machen wir. Gehen wir schnell durchstreicheln. Einen Futterdruck brauchen wir. Ich glaube, am Futter sollte es nicht scheitern. Rein damit, und zwar die Nahrung bitte. Ein bisschen warten, dann werden wir sehen. Genetisches Merkmal. Ja, aber das Falsche. Falsch. Na, du nicht murren, gib mir lieber was. Ja, da ist es. Haben wir vielleicht noch eines? Nope. Nein. Nein. Ja, okay, zurück. Quietsch. Ich darf schwarz werden und ein grobes Muster. Das grobe Muster ist aber grau. Aber da kann anders nicht. Grobes Muster haben wir gar nicht da. Okay, das ist aber blöd. Feines Muster. Ich krieg's ja da nicht einmal eine. Dann hau eine da, dann ist halt grau. Wir können es ja zerlegen, falls es ist. Ah, und ein Licht brauchen wir. Aber was soll ich sagen? Die Scheinwerfer bringen da gar nichts. Also nicht recht viel. Ja, schau, nein, es kann. Aber ja, er sieht gut aus. Er sieht gut aus. Gib her. Hole das Verkehrte. Schau, Mahlzeit. Die Bohrer habe ich ein bisschen aufgeräumt, abgestellt. Mir ärgert es eh, weil ich
weil die Aufnahme misslungen ist, aber was soll ich mir machen? Bringt gar nichts, wenn wir uns umeinander ärgern. Hat gar keinen Sinn, überhaupt keinen. Ist das jetzt übertrieben, zu viel, oder kann man das so lassen? Dort ist eins, das passt schon. Ne? Da ist jetzt eins, sogar bei den Palmen, die was übrigens selbst wachsen, meine lieben Freunde. Das kann man vielleicht einmal verstellen, ein bisschen ausweiten. Ne? Das Weiterlaufen oder halt die neuen dann... Aber ich würde sagen, unser Plätzchen, ne? Das schaut schon sehr, sehr gut aus, würde ich sagen. Also es wird immer klarer. Ich überlege gerade. Na, aber... Vielleicht habt ihr eh so ein paar Änderungen, Änderungsvorschläge oder so. Ich bin für vieles offen. Ich lasse mir gerne was sagen, wenn es einen Sinn macht natürlich. Wie Sandra, bitte spart euch. Ich spare es mir auch. Und den Innenhof werden wir auch noch ein bisschen umschmücken, sage ich mal. Ah, kriegt da irgendwann leer. So hau ich den Schnodder, aber ich glaube, das geht da nicht, gell? Egal. So, rein damit. Rein damit, nein, raus damit. Gibt hier irgendwas Neues? Weil ich verabschiede mich. Die Stunde ist schon wieder erreicht. Ich sage einen recht herzlichen Dank fürs Zusehen. Bei Gefallen, Liken und Abonnieren nicht vergessen, würde mich sehr freuen. Auch kommentieren würde mich sehr freuen. Und ja, tut mir leid, dass ich die Woche nicht sehr viele Videos gemacht habe. Dafür gibt es dieses Wochenende auch hier ein Livestream. Über welches Spiel weiß ich nicht, das dürft ihr dann gerne mitentscheiden. Ich gehe her und... Was sind die Bäume, die was ich gesucht habe? Ich gehe her und starte einfach den Livestream und ich werde mit irgendeinem Spiel beginnen. Vielleicht die 7 Days to Die. Oder was anderes, schauen wir mal. Da stimmt was nicht. Da stimmt was nicht. Strom haben wir auch genug. Seht ihr, und da kann man sehen, wie viel man von den... Wir haben den Teleporter vergessen. Ah, machen wir beim nächsten Mal. So, und jetzt tue ich nicht mehr so lange umeinander rödeln. Und ich sage... Danke für alles, danke fürs Zusehen. Wir haben heute Freitag. Ich wünsche allen ein wunderschönes Wochenende und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.